Und telefonisch zugeschaltet ist jetzt Klaus von Donani, SPD-Mitglied und ehemaliger Bundesminister sowie ehemals erster Bürgermeister von Hamburg. Herr von Donani, vielen Dank, dass Sie heute überhaupt die Zeit für uns gefunden haben, mit uns zu sprechen. Was ist da gerade los bei Ihnen in der Partei? Können Sie sich einen Reim darauf machen? Ja, ich glaube, ein erster Fehler ist gemacht worden, dass man gesagt hat, wir wollen keine Personalien verbinden mit der Entscheidung über diesen Vertrag, diesen Koalitionsvertrag. Das war ja eine Illusion. Ich meine, es war doch völlig klar, nachdem die Verteilung der Ressorts entschieden war, dass da sofort eine Debatte über die Personen losgehen würde. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass ich es von Anfang an, schon seit langer Zeit, der Meinung war, dass Martin Schulz weder der geeignete Mann für den Parteivorsitz noch ein geeigneter Außenminister wäre. Und insofern finde ich es ehrenhaft, wenn er das jetzt selber einsieht und sich von diesen beiden Dingen zurückgezogen hat. Das ist für die Partei, glaube ich, ein großer Gewinn. Herr von Donani, wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Der Mann war ja immerhin Präsident des Europaparlaments, hat also große europäische Erfahrung und er ist von Ihrer eigenen Partei mit 100% der Stimmen zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Sie sagen jetzt, der kann das alles gar nicht. Ja, also wissen Sie, mit 100%, daran sieht man schon, dass die Sache doch irgendwo nicht in Ordnung war. Willy Brandt ist nie mit 100% gewählt worden, hatte aber eine riesige Zustimmung in der Partei. Das war eine Notlösung. Alle meinten, jetzt muss irgendwas passieren. Sigmar Gabriel hatte gesagt, er würde es nicht machen. Und da hat man dann gesagt, na gut, stehen wir alle hinter Schulz. Aber das war im Grunde genommen eine Ausnahmesituation. Das Zweite ist, wenn Sie davon ausgehen, dass man als europäischer Parlamentarier wirklich in die Europapolitik tief hineinschauen kann, dann halte ich das für einen Irrtum. Die großen Probleme in Europa bestehen in den einzelnen Nationen, in den Regierungen und den Parlamenten der Nationen, die bestimmten Ansprüchen, die aus Europa auch von der Kommission gestellt werden, eben einfach nicht entsprechen wollen und vielleicht auch nicht können. Und insofern behaupte ich sogar, dass der Brexit, also das Ausscheiden Großbritanniens, nicht ganz unabhängig war von dem Verhalten von Martin Schulz, der immer wieder sozusagen nur diese europäische Einheit proklamiert hat, anstatt dass man sich zum Beispiel um europäische Verteidigung oder eigene Verteidigung Europas und eigene Außenpolitik Europas gekümmert hätte. Also ich war nie sehr zufrieden mit dieser Politik und deswegen glaube ich auch nicht, dass er geeignet gewesen wäre, als Außenminister uns in Europa zu vertreten. Das sind jetzt aber doch sehr klare Ansätze und auch Vorwürfe, die Sie da vorbringen. Nicht Vorwürfe, die Sie auch, eine Analyse, die aber sehr, sehr, sehr fundiert ist. Warum haben Sie das nicht schon vor einem Jahr gesagt? Hat man Sie nicht so erhört? Man hört ja niemand zu. Ich habe das seit einem Jahr gesagt. Ich werde auch dafür in meiner eigenen Partei immer wieder kritisiert. Im ersten Augenblick, wo Schulz gewählt wurde, habe ich gesagt, der kann das nicht. Und dann hat man mir vorgeworfen, das sei illoyal oder unsolidarisch, während ich in meiner Jugend gelernt habe, dass Schweigen zu falschen Entscheidungen auch ein Fehler ist. Ich war ja jung genug, um in der Nazizeit zu erleben, wozu Schweigen führen kann. Ich habe deswegen meine Meinung gesagt und bleibe auch dabei. Aber das ist schon lange her, das ist über ein Jahr. Wer könnte es denn Ihrer Meinung nach besser? Wer soll den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen? Muss es Andrea Nahles alleine machen oder soll dann auch Sigmar Gabriel noch weiter mit dem Boot bleiben? Das wird man ja sehen. Ich will auch keine Personaldebatte jetzt in der SPD von der anderen Seite her anfangen. Ich war nur der Meinung, dass Martin Schulz diese Aufgabe nicht gewachsen war. Und ich finde, der ganze Verlauf mit diesem Zickzack, auch in der Frage Ja und Nein und dann doch in die Regierung und dann wieder nicht, das spricht nicht für einen Mann mit politischem Urteilsvermögen. Er ist ein anständiger und netter Mann und kann viele Dinge vielleicht machen, aber das kann er nicht. Und davon war ich von Anfang an überzeugt. Und insofern bin ich erleichtert, dass er jetzt aus dem Boot ist. Herr von Donani, vielen Dank für diese glasklare Analyse, dieses Gespräch. Dankeschön. Danke sehr. Tschüss.